Yo, hier ist Mr. Mike. Heute wollte ich mal über Fans reden. Basketballfans, NBA-Fans, vor allem NBA-Fans sind ja unterschiedlicher. Unterschiedlicher können sie gar nicht sein. Man sieht es jetzt zum Beispiel schön in der NBA zum Beispiel mit den New York Knicks. Also was mit den New York Knicks los ist, das ist echt eine sehr fragliche Sache. Wir denken mal ein paar Jahre zurück, als Porzingis in die NBA gekommen ist und die ganzen Buhrufe, wer das nicht miterlebt hat. The Knicks select and let's also see how this sizable Knicks fan contingent reacts. With the fourth pick in the 2015 NBA draft, the New York Knicks select Kristaps Porzingis from Liepāja, Latvia. He last played for Sevilla in Spain. The despair on the young Knicks fan's face and perhaps Chris Porzingis. Then turn these fans around at some point. Ja, also das ist echt eine Frechheit, finde ich. Also man kann nicht einen Rookie, der wohl neu ist, so ausbuhen. Und vor allem das Schöne an der Geschichte ist ja, er ist ja voll durchgestartet. Er ist ein riesengroßes Talent. Wohl einer der besten Spieler der New York Knicks. Das ist Zukunft der New York Knicks. Und ausbuhen war einfach echt was Falscheres. Konnte man nicht tun, war einfach unglaublich. Und ja, jetzt zurzeit die Situation mit Charles Oakley. Wer das nicht mitbekommen hat, ich meine, Charles Oakley ist ein Dinosaurier der New York Knicks. Das ist eine Legende. Charles Oakley, a New York Knicks legend, was arrested for an altercation in the stands. He played 10 seasons for the Knicks. And this all started because Charles Oakley was sitting a few seats behind James Dolan, the Knicks owner. There's two sides to this story. Apparently, Oakley was making comments to James Dolan, so Dolan had the security remove him from the game. Charles Oakley says he wasn't talking to Dolan, he bought those seats himself. So who knows what the real story is, but this is the conclusion. He's getting escorted out. I mean, this is crazy. He got arrested for assault. I mean, you see him. He's pushing, putting fingers in people's faces. The Knicks released this statement on Twitter. Charles Oakley came to the game tonight and behaved in a highly inappropriate and completely abusive manner. He has been ejected and is currently being arrested by the New York City Police Department. He was a great Knick, and we hope he gets some help. Oh, baby, what a statement. Unglaublich, weiß nicht, was da vorgefallen ist. Was ist da genau, wie es genau dazu gekommen ist, dass das so eskaliert ist. Irgendwie hat ja eine Security oder so hat Oakley auf irgendwas aufmerksam gemacht, was ihm nicht gepasst hat. Was genau, weiß ich nicht. Oakley hat sich das auf jeden Fall nicht gefallen lassen, hat zurückgepöbelt, ja, und es kam zu Streit. Oakley wurde auch zu Boden geschubst und so. Und ja, im Endeffekt hat er jetzt ein lebenslanges Hausverbot im Garten bekommen, wo ich mir denke, das kann es nicht sein. Was ist denn da los, Leute? Ich weiß nicht, was da los ist. Ja, und seitdem Phil Jackson da am Ruder ist, irgendwie ist es eine totale Katastrophe. Da geht irgendwie gar nichts mehr. Das ist hinten und vorne, weiß ich nicht, das kann ich nicht verstehen. Phil Jackson hat dann auch nochmal Michael Jordan angerufen, dass doch Michael Jordan mit Charles Oakley spricht, um das zu beruhigen, weil die haben halt alle einen guten Draht miteinander. Michael Jordan sowieso, ne? Den kennt ja jeder irgendwie so. Und ja, aber nee, funktioniert nicht und es ist echt krass. Also die New York Knicks, ich bin so enttäuscht von den New York Knicks, so alleine Fanbase und überhaupt heftig. Dann kam noch mal so ein kleiner Vorfall, Carmelo Anthony, wo die ganzen Gerüchte aufkamen, er wird dahin getradet. Er wurde dafür auch schon ausgebuht. Es ist nichts Festes und er behauptet ja immer noch, er will nicht weg aus New York. Aber wer kann das nicht nachvollziehen, dass man da weg will? Es ist unglaublich. Also die New York Knicks Fans, die wo jetzt da vor Ort sind und hier rumbuhen und rumstänken und überhaupt, das ist echt eine Frechheit. Ich rede jetzt nicht hier von allgemein den New York Knicks Fans, die wo überall auf der ganzen Welt verstreut sind oder Hardcore Fans. Nee, aber
so einem Hardcore-New York Knicks-Fan, dem muss das doch auch ankotzen, sowas. Wer sowas sieht, das hat doch nichts mit. Das ist doch kein Team-Spirit und nichts. Das ist doch echt. Da muss man sich echt für schämen. Unglaublich. Da muss ich jetzt mal einen Vergleich machen zu den Boston Celtics zum Beispiel. Paul Pierce hatte jetzt das allerletzte Spiel für die Clippers in Boston, gegen Boston, durfte die letzten Minuten nochmal rein, hat auch noch einen Dreier geworfen, und alle Fans sind nochmal aufgesprungen, haben applaudiert, haben ihn geehrt dadurch, so eine schöne Geste, das ist der Geist von Basketball, finde ich. Da habe ich echt ein bisschen Gänsehaut auch bekommen, weil das ist einfach, so muss das laufen und nicht anders. Das ist echt, in New York ist einfach nur Hass irgendwie. Das kriegst du so krass mit. Also New York, ich möchte echt kein Spieler in New York sein und irgendwie da verkacken oder sonst irgendwas. Das ist echt grausam. Porzingis hat ja auch nochmal in einem kurzen Interview so ein Statement gegeben, dass in New York echt jeder von den Spielern für sich selbst kämpft und so. Überhaupt kein Teamspirit, nichts. Und das ist, ja, man merkt es ja auch, wie sie spielt und so. Es ist echt katastrophal. Ich weiß es nicht, was los ist. Ey, kann ich nur den Kopf schütteln? Ich weiß es nicht. Gebt mir mal euer Feedback bitte zu den New York Knicks, zu den New York Knicks Fans. Phil Jackson, soll er abhauen? Was macht er? Wo liegt's? An was liegt's? Am Coach? An Phil Jackson? Management? Ich weiß es nicht. Unglaublich. Finde ich echt faszinierend. Ich weiß es nicht. Feedback geben bitte. Würde mich echt sehr interessieren, eure Meinung. In dem Sinne, vielen Dank, euer Mr. Mike.